herzlich willkommen beim Wein und Weiber Podcast. Mein Name ist Lisa und ich sitze hier zusammen mit meinen Kolleginnen Mona und Nima. Jede Woche sprechen wir hier bei einem guten Glas Wein über die Liebe, das Leben und unsere Arbeit beim Online-Magazin wmn.de. Diese Woche sprechen wir über das Thema unsere schlimmsten Tinder-Erfahrungen. Hi ihr beiden, wie geht's euch? Hallöchen. Jetzt gerade, ich habe gerade ein bisschen Angst gekriegt, ob dieser sagenumwobenen Anmoderation unsere allerschlimmsten Tinder-Erfahrungen. Ja, aber ich freue mich. Mir geht's gut. Wir müssen ganz kurz mal unsere Situation erklären. Wir sitzen gar nicht beieinander heute. Wir sitzen mal wieder uns nur im Laptop gegenüber und heute sehen wir uns das erste Mal auch dabei. Und Mona sieht einfach aus wie die krasseste Let's Playerin überhaupt. Sie sieht aus, als würde sie da gleich richtig loslegen und die krassesten Moves erklären. Wie heißt nochmal diese Plattform, wo die ganzen Leute sich an... wo man immer Videos von sich macht, während man spielt? Das ist nicht Let's Play. Heißt das nicht so? Kann man das nicht auch sogar bei YouTube machen? Bei YouTube kann man seine Videos hochladen, aber es gibt doch diese Live-Videos, wo die Leute auf so eine Bühne gehoben werden und dann kann man denen aktiv beim Spielen zugucken und kannst du so bewerten, so, oh, du bist richtig gut in die linke Richtung gelaufen und oh, der Headshot war super. Genau so fühle ich mich gerade, als hätte ich gerade einen absolut geilen Headshot gemacht. Man muss nämlich dazu wissen, wahrscheinlich ist mein Ton unfassbar geil und euer Ton ist wahrscheinlich richtig scheiße, Leute. Sehr vermessen. Ein kleines bisschen vermessen, das ist richtig. Denn ich bin alleine in der Funke-Zentral-Redaktion zu Hause, da wo wir eigentlich zu Hause sind. Und ich habe hier ein Equipment vor mir, was ungefähr 1 Million Euro wert ist. Und ich hoffe, dass das kann richtig was. Und ihr seid da immer noch mit euren Handys am Start. Das tut mir sehr leid für euch. Nee, ich will nochmal dazu sagen, ich habe kein Handy, sondern ich habe ein Rode-Mikrofon. Also ich sitze hier nicht mit meinem Handy. Ja, ich bin hier die Einzige, die hier in ihr Huawei spricht. Ja. Ich möchte jetzt auch noch irgendeine Marke nennen, sonst fühle ich mich schlecht. Ja komm, hau irgendwas raus. Lass dir was einfallen. Ich hab einen Roséwein bei mir. Ja? Ich weiß nicht, vielleicht könnte ich dazu einfach nochmal kurz was sagen. Weil vielleicht stoßen wir auch mal miteinander an. Wir sind ja immer noch der Wein und Weiber Podcast und nicht der Let's Play Podcast. Mein Wein... ist heute, glaube ich, sogar so was Ähnliches wie 6,20 oder so. Also sowas Ähnliches wie 26, was? 6,20 Euro, ungefähr so. Wow, da hast du ja sogar mal deinen Preis jetzt fast verdreifacht, Mona. Das muss man dir mal festhalten. Ich sage es dir. Ja, mit diesem Podcast-Equipment, da muss er einfach alles zusammenpassen. Da gönnst du dir mal richtig für 6 Euro. Ich stoße mal kurz auf uns an. Habt ihr auch Lust? Ja. Ja, bitte mach's für uns. Nochmal. Prost. Was habt ihr denn Leckeres? Ich habe einen ganz perversen Tee für mich entdeckt, den ich gerade sehr suchte. Ich trinke immer so einen Blueberry-Muffin-Tee. Der riecht wirklich wie so ein Blueberry-Muffin. Ich glaube, von dem hast du schon mal erzählt. Ja. Und ja, das klingt so pervers. Ich glaube, ich bringe euch mal... Ist das ein schlauer Spruch? Da ist kein Spruch drauf, leider. Nein, es ist kein Yogi-Tee. Was soll ich tun? Aber hilft er dir auch dann, auf richtige Muffins zu verzichten? Ich habe am Wochenende Plätzchen gebacken und die werden dazu verzehrt, also nein. Boah, Leute, mir fällt gerade auf, ich habe gerade hier unten im Büro mit einem Arbeitskollegen von uns gequatscht. Wir standen kurz draußen und er meinte so, ach, ihr habt ja jetzt einen Podcast, ne, Leute? Ich habe da noch gar nicht reingehört, das sind wahrscheinlich so Weiberthemen, ne? Oh. Wahrscheinlich so Frauenthemen. Ich so, was würdest du denn unter einem Frauenthema verstehen? Und er so, ja, so kochen und backen. Oh. Und ich so, nein, nein, gar nicht. Und oh, jetzt wow. Fangen wir an mit Backen. Also jetzt spricht Lisa gerade vom Backen. Ich finde es großartig, wenn Leute jetzt wegschalten, weil sie glauben, dass ich jetzt erkläre, wie ich meine Mürbeteigplätzchen gemacht habe. Weil dann entgehen ihnen ja die ganzen spannenden Dinge, die gleich noch erzählt werden. Ja, lasst uns am Anfang einfach den absoluten Schluss erzählen, damit die wirklichen Fans, die bleiben dann. Das ist eine sehr gute Idee. Okay, kleiner Themenwechsel. Nima, wie geht's denn dir? Schon sehr viel besser. Und ich sitze hier aber ganz gemütlich mit meinem Glas Wasser. Also, ich bleib heute mal trocken. Wo ist das Einhornsalz? Das ist natürlich auch drin. Und ja, mit der Prise Pep. Ja. Der Prise Pep, so. Ja, aber apropos, wo wir beim Thema Wein sind, soll ich einfach mal starten und erzählen, was ich für einen Weinfakt rausgesucht habe. Unbedingt, wir müssen dem Namen treu bleiben.
Okay, ich bin mal gespannt, ob ihr beiden den schon kennt, aber die wahrscheinlich schon als krasse Weinkenner. Und zwar wird Wein natürlich aus Trauben hergestellt, also Obst. Und die meisten gehen davon aus, dass Wein vegan ist. Ist er aber nicht immer, weil bei der Herstellung entstehen sogenannte Schwebstoffe, also zum Beispiel, dass sich da irgendwas von der Schale löst oder so. Und diese Substanzen müssen aus dem Wein wieder entfernt werden, weil sich sonst der Geschmack und die Farbe unerwünscht verändern würde. Und um diese Sachen eben aus diesem Wein rauszubekommen, werden Substanzen benutzt, die oftmals aber nicht rein pflanzlich sind, sondern zum Beispiel aus tierischer Gelatine bestehen. Und viele Veganer finden das natürlich dann nicht so geil und wollen dann natürlich einen veganen Wein haben. Und beim veganen Wein wird für die Klärung des Weins werden da nur pflanzliche Stoffe verwendet. Und es ist jetzt so, dass aber trotzdem einige Weine bereits vegan sind. Wer aber auf Nummer sicher gehen will, sollte einfach darauf achten, einen zertifizierten veganen Wein zu kaufen. Lange Rede, kurzer Sinn, guckt einfach aufs Etikett und ihr wisst, ob der Wein vegan ist oder nicht. Ich finde das mega spannend. Ich habe das selbst erst vor kurzem gelernt. Was mich jetzt interessieren würde, Nima, du bist ja jemand, der sehr lange sehr strikt vegan gelebt hat. Störst du dich an so einen Wein? Du musst mal kurz dazu sagen, sie ist zwar strikt vegan ganz lange gewesen, aber hat absolut null Ahnung von Wein. Wahrscheinlich ist ihr das jetzt gerade untergekommen. Ich glaube, ich habe es auch, also den Fakt habe ich, glaube ich, auch erst nach 2 Jahren oder so erfahren und war so, hä, what? Gibt's doch gar nicht. Man kann so viel richtig machen und trotzdem ist immer noch was falsch. Ja. Ist okay. Aber jetzt mal, wie sieht denn so ein Wein aus nach 2 Wochen, wenn der nicht geklärt ist? Ist er dann grün? Ist er dann lila? Was macht er dann die Farbe? Wahrscheinlich halt ein bisschen trüber. Aber wie genau die Farbe jetzt aussieht, Mann, Mona, also da muss ich jetzt passen. Das übersteigt man. Einfach nochmal ein Deep Dive da in die Nachrecherche, würde ich dir noch vorschlagen. Sehr geil. Okay, wir haben wieder was gelernt. Vielen lieben Dank. Aber Mona, wusstest du's? Ich wusste tatsächlich, dass es veganen Wein gibt und dass es nicht veganen Wein gibt. Ich hatte nämlich letztens erst gelernt, dass das Gleiche passiert für scheiß Orangensaft. Für egal welchen Saft, die sind auch nicht vegan. Da kriegst du auch die Krise. Selbst wo drauf steht irgendwie so 100% hier besteht nur aus Orangenkonzentratgedöns. So, stimmt nicht. Da ist ein Knochen drin von einem Tier. Oh man. Okay, der ist jetzt nicht drin, aber... Aber Gelatine? Ja, aber es wurde ja gefiltert, ja. Also klein gemahlene Knochen sind da nicht drin. Bah. Ja. Einfach Wodka trinken. Ich glaube, der ist vegan. Ja, aber wir haben ja heute das Thema Tinder. Und ich finde das voll spannend, weil ich habe vorhin mal gegoogelt, wann die App eigentlich auf den Markt gekommen ist. Wisst ihr beide das aus dem Kopf? Nee, aber nach 2010. Oh, lass mal nachdenken. Wie kommst du auf nach 2000? Du hast dich 2010 angemeldet. Was? Nein. Nein. Um Gottes Willen. Viel, viel später. Ich glaube, ich habe mich im Jahr... weiß ich gar nicht. Jetzt darf ich auch nichts Falsches sagen, ne? Ich bin ja auch schon seit 4 Jahren in einer Beziehung. Will jetzt hier auch nichts Falsches rechnen. Nee, jetzt kommt's raus. Nee, ich glaube, sagen wir mal, die App gibt's seit 2014. Nee. Mona, was sagst du? Es klang so, als wäre es schon früher gewesen. Wärmer. 2011. Boah, du hättest jetzt 2012 fast gesagt. Dann hättest du es geschafft. Scheiße. Ganz knapp daneben. Ja, 2012. Ich finde es voll krass, weil ich habe das Gefühl, erst in den letzten 4 Jahren oder so hat man erst so richtig was davon gehört. Wobei es ja hier auch schon wieder abflacht und andere Dating-Plattformen wie Bumble und so zunehmen. Also ja. Tinder ist schon auch eine Sache gewesen, die also eher so der vor 4 Jahren irgendwie voll auf dem Peak war. Ja, und wahrscheinlich war das ja auch wieder ein Amerika-Ding. Also ja, jede große Plattform, keine Ahnung, worüber wir sprechen, ob es jetzt Facebook ist oder der erste Schüler- oder StudiVZ, war ja auch alles wieder Amerika. Wahrscheinlich hatten die vor 8 Jahren schon, waren die schon alle auf Tinder da drüben. Okay, aber das heißt, Lisa, erzähl mal, wann hast du dich das erste Mal auf der Plattform angemeldet und wieso? Ich war vor meiner jetzigen Beziehung schon mal in einer längeren Beziehung. Die hielt so 3,5 Jahre. Und dann war ich,
glaube ich, 21, 22, als die Beziehung endete. Und erst war alles total traurig, großer Liebeskummer. So, oh, jetzt bin ich Single, ich bin allein. Und nach kurzer Zeit war es dann immer so, oh, jetzt bin ich Single, jetzt bin ich allein. Und plötzlich konnte ich mal alles ausprobieren, was ich immer nicht machen konnte in einer Beziehung. Und da kam mir Tinder ganz gelegen. Und da habe ich mich mal ein bisschen ausprobiert, ein bisschen rumgetindert. Aber vor allem auch die Schreckenseiten von Tinder kennengelernt, weil, ja, weiß ich nicht, wie ihr das seht, aber wenn mich jetzt jemand fragen würde, würdest du die App weiterempfehlen, dann würde ich wahrscheinlich sagen, nein, lass es einfach bleiben. So schlimm fandest du deine Swiping-Erfahrung, deine Schreiberfahrung. Also wir sprechen jetzt gerade noch nicht von Dates, sondern nur von der Plattform, vom Usen der Plattform. Ja, es ist so, das ist auch so ein krasses Abhängigkeitsverhältnis, fand ich immer. Also ich muss dazu sagen, ich habe die App, glaube ich, 5 oder 6 Mal deinstalliert und wieder neu installiert, weil es so eine Hassliebe war. Weil ich so genervt davon war einfach, dass das immer aufs Gleiche hinaus lief beim Daten. Also dass es einfach nicht funktioniert hat. Ja. Aber dann doch irgendwie nicht allein sein konnte und wollte und sie deswegen immer wieder installiert habe. Hast du da ähnliche Erfahrungen gemacht, Mona? Hast du die auch ab und zu mal deinstalliert? Also meine Tinder-Erfahrung ist ja so süß und noch in ihrer Knospigkeit sehr klein. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich es wieder weiter benutzen wollen würde irgendwie. Du hast schon recht. Also ich habe ja Tinder jetzt erst seit diesem Jahr. Und ich habe es ja eigentlich tatsächlich installiert, weil ich dachte, ich bin eine rasende Reporterin und bin auf Tinder unterwegs, weil ich da Leute anschreibe und sage, hey, habt ihr Bock, in meinen Podcast zu kommen und mit mir zusammen ein bisschen das Leben durcheinander zu kauen? Und das lag halt vor allem daran, weil ich dachte, auf Tinder bewegt sich das Gros der Gesellschaft und von allem ist da ein bisschen was dabei. Alle Gesellschaftsschichten sind am Start, alle Formen, Farben und Fröhlichkeiten, die es in Berlin so gibt. Und das stimmt auch auf eine Art. Nur mir ist nicht klar gewesen, und das ist mir erst nach ein bisschen auf eine Reporterart zu Tindern klar geworden, dass das halt einfach eine Dating-Plattform ist. Und die Leute wollen sich mit mir gar nicht über Gott und die Welt unterhalten, sondern die wollen daten. Das ist alles. Die wollen nicht gerne nur daten. Vögeln. Ja, die wollen Sex haben, vor allem. Gerne Sex auch haben. Und, ja, und das ist eigentlich das Hauptproblem dieser Plattform, finde ich, da immer das herauszukristallisieren. Was will der andere jetzt eigentlich gerade? Dann gibt's ja da auch so coole Short-Wörter und so, also diese ganzen Abkürzungen, die dann auf dem Profil schon stehen können. Haben wir übrigens auch einen Artikel zu auf WMN, falls jemand sich da ein bisschen unsicher fühlt auf dem Feld. Können wir mal ganz kurz über 1, 2 Abkürzungen sprechen, weil ich finde, das ist, da, wo du es gerade sagst, kommt es mir wieder, dass es da ja so Tausende gibt. Sollen wir mal kurz nachgucken? Ja, bitte. Welche du hast? Bitte, mach mal unbedingt hast du schon auf. Mal? Ja, gerne. Hast du schon mal welche, wurdest du schon mal mit welchen konfrontiert, Lisa? Nee, also ich kannte dann auch nur die Standarddinger. Also wenn da jetzt stand nur ONS, dann habe ich sowieso gleich weg geswiped. Was heißt ONS für alle Leute, die vielleicht gar nicht so genau wissen? One-Night-Stand, also nur One-Night-Stands. Und so eine One-Night-Stand ist ja jetzt auch eine Sache, die braucht man nicht unbedingt immer so häufig, ne? Nicht aber, immer nur so häufig. Aber ist es nicht eigentlich auch ganz geil, wenn man direkt weiß, woran man ist und irgendwie nicht, also sich dieses ganze Theater sparen kann, so nach dem Motto, wir spielen uns hier irgendwie was vor? Das denke ich gerade, wo ich hier diese Abkürzungen vor mir habe. Ich habe sie jetzt auf wmn.de mal ganz kurz aufgemacht, ja klar. Und da gibt es unter anderem so Abkürzungen wie ONS One Night Stand. Es gibt aber auch Abkürzungen wie LZB. Ach, Langzeitbeziehung, ja. Ja, also genau, es gibt auch anscheinend Leute, die sagen, ich will überhaupt nichts mit One Night Stand zu tun haben und will auf jeden Fall eine richtige Langzeitbeziehung mit dir haben. Habe ich tatsächlich aber auch noch nie gesehen. Wollte gerade sagen, ist schön, dass es die Abkürzung gibt, aber habe ich noch nie gesehen, habe ich auch noch nicht auf Tinder erlebt, dass da jemand eine Langzeitbeziehung haben möchte. Wobei ich sagen muss, dass ich genug Freunde im Freundeskreis habe, die über Tinder eine Langzeitbeziehung gefunden haben. Aber halt nicht ich. Vielleicht habe ich falsch getindert. Oh ja, und das ist eine interessante Frage. Meinst du, es gibt ein falsches und ein richtiges Tindern? Nee, ich glaube, das kann man nicht pauschal sagen, aber ich finde diesen Unterschied ganz lustig, wie wahrscheinlich klischeebehaftet, aber wie Männer und Frauen tindern. Zwar, dass Frauen sich wirklich das Profil angucken
und ganz genau überlegen, ob sie jetzt ein Ja oder ein Nein geben. Und Männer halt einfach erstmal alles sich reinholen. Da wird der Finger wird reschnipst. Ja, ja, egal, einfach auf like, absolut. Aber man muss ja auch dazu sagen, dass es ein bisschen verständlich ist, weil es sind tatsächlich mehr Männer auf der Plattform als Frauen. Das heißt, die haben auch noch mal ein bisschen weniger Auswahl als wir. Meinst du, die Plattform braucht auch mal so einen Türsteher wie vom Club? Naja, nee. Dann musst du halt auf so komische Seiten gehen, wie sowas wie Elite-Partner, wo du, da, also der Türsteher bei Elite-Partner oder sowas, ist ja dann halt einfach das Geld, was du dafür bezahlst. Leute. Und wenn was, nein. Warte kurz, aber wenn wir sagen, wir wollen umsonst daten und wir müssen unbedingt eine Umsonst-Dating-Plattform nutzen, dann ist da halt auch das Zeug, was umsonst ist, weißt du? Aber du darfst nicht denken, dass jetzt eine bezahlte Plattform besser wäre. Ich habe da Einblicke von der App Parship und nein. Es ist einfach, da läuft auch ein bisschen Rudis Restaurant rum. Was heißt, du hast da Einblick? Also du hast selber Parship ausprobiert? Nein. Das hat jemand in meiner Familie ausprobiert. Und da habe ich so ein bisschen Einblicke bekommen, dass es nicht nur cool ist. Also das sind ganz genau die gleichen Probleme wie auf Tinder zu finden. Also das größte Problem, wovon ja die meisten bei sowas sprechen wie Tinder oder Parship oder generell Dating-Plattformen, ist ja, dass sexuelle Belästigung schon ab der ersten klitzekleinen Ansprache miteinander. Ja. Ist dir das passiert? Wir lassen Nima hier jetzt gerade komplett raus, ja, ne, weil uns ist halt allen dreien klar, dass Nima es nicht geschafft haben kann, seit dem Jahr 2012 zu daten. Ich wollte gerade sagen, da bist du doch schon in einer Beziehung gewesen, Nima. Und zwar seit einem Korrekt. Jahr, oder? Korrekt. Nee, seit 2 Jahren. 2010. Aber das heißt nicht, dass du nicht getindert hast. Nee, wenigstens nicht für dich. Nee, ich konnte es mir einfach nicht nehmen lassen. Und ich habe zum Beispiel im Urlaub das Handy einer Freundin genommen und dann bin ich da einfach mal durchgeswiped und habe dann irgendwie, ich weiß nicht, ein paar Likes dagelassen. Und fand es halt voll spannend auch zu sehen, so wer dann das Like zurückgibt und wer nicht. Und ich muss auch sagen, also es ist schon so ein kleines Suchtgefühl dabei, ne? Weil du kannst halt swipen. Es nimmt einfach kein Ende und du hast das Gefühl, oh krass, ich entdecke irgendwie jedes Mal wieder was Neues. Aber das ist ja auch wieder ein Gefühl, was tatsächlich, glaube ich, eher ein Frauending ist, ne? Also ich hatte ja ein Tinder-Date unter anderem, was ich innerhalb dieses Podcasts gemacht habe. Folge 6, Hans Thalmhammer, guck doch einfach mal rein, der mir erklärt hat, wie schwierig es ist für Männer, da auf dieser Plattform unterwegs zu sein, weil du halt einfach irgendwann am Ende bist. Weil du einfach alles auf Like geswiped hast und dann kommt keiner mehr und keiner sagt ja. Keiner swipet dich zurück. Und dann fängt das halt an, dass die Leute sich da diese Verträge kaufen und irgendwie, da, weiß nicht, 30 Euro in der Woche oder im Monat ausgeben dafür, dass sie mehr Leute angezeigt bekommen. Das gibt's wirklich, dass man da an seine Grenzen kommen kann und du keine Likes bekommst. Ja. Das, also von weiblicher Seite kenne ich das einfach nicht. Das ist für mich. Ich habe das auch noch nie von einer Frau gehört. Ja. Aber das ist auch anscheinend eine Algorithmusgeschichte. Natürlich will ja auch Tinder, dass du denen halt Kohle in den Arsch schiebst. Aber also ja, anscheinend ist es irgendwann so, du hast alles weggeswiped und wenn keiner dich zurückliked, dann, sorry, dann ist selbst in Berlin irgendwann Feierabend. Ja, mega krass. Traurig. Aber würdet ihr sagen, also ich finde, das klingt irgendwie voll traurig, würdet ihr aber sagen, dass ihr findet, dass Tinder euch ein gutes Gefühl gegeben hat oder eher das Gegenteil, so dass ihr dachtet, oh, irgendwie bin ich noch verzweifelter als davor? Also wenn ich vorhin meinte, dass ich diese App nicht weiterempfehlen würde, dann will ich ihr damit aber nicht absprechen, dass sie eine Daseinsberechtigung hat. Denn ganz genauso, wie sie mich genervt hat, hat sie mich ja irgendwie auch aufgefangen, wenn ich irgendwie mal wieder allein war. Und dafür ist die App wirklich super. Also, dass man einfach mit Leuten in Kontakt treten kann, dass du mit Leuten schreiben kannst, irgendwie dich mit Leuten treffen kannst, das ist eine absolut positive Sache der App. Man vergisst ja auch manchmal so ein bisschen, dass Tinder ja einfach nur Menschen zusammenführt, die sich sonst nicht kennengelernt hätten. Und dann, wenn du halt wirklich nachher auf einem Date bist mit jemandem, dann musst du es ja trotzdem noch ganz alleine machen. Dann hat die App ja damit gar nichts zu tun. Und wenn du es dann nachher nicht hinbekommst, dich nett miteinander zu unterhalten, dann bist du halt scheiße. Aber dann kann da ja Tinder nichts dafür.
Ja. Beziehungsweise hast du schlecht geswiped oder du hast dir den falschen zum Schreiben vorher ausgesucht. Also man darf Tinder dann auch nicht so krass verteufeln. Natürlich hat es ganz, ganz viele Nachteile, über die wir wahrscheinlich auch noch alle sprechen werden. Aber man muss es halt so nutzen, wie man es nutzen kann. Und dann ist es theoretisch okay. Mona, ich würde dich gerne was fragen. Ich meinte ja vorhin, dass Männer einfach alles wegliken, was geht. Wie machst du das? Was guckst du dir genau an bei so einem Tinder-Profil? Oh, genau, das wollte ich dich auch fragen. Oh. Ja, oh. ja, es gibt ein paar, es gibt für mich eher No-Gos als Yes-Yes. Falls das einen Sinn ergibt. Ja, es macht schon nee. Sinn. Alles gut. Also ich habe ein paar No-Gos, über wo ich auf jeden Fall weiß, der Typ oder die Frau wird auf gar keinen Fall in einer Like-Position landen. Und Nummer eins. Like-Position. Like. Ach so, ich dachte gerade schon so eine Position so auf dir oder so. Was ist denn die Like-Position? Ich werde gerne geleitet von meinen Tinder-Dates. Nee, tatsächlich geht es um eine Like-Position. Und das allererste ist auf jeden Fall das obligatorische Spiegel-Selfie. Ich kann es nicht ertragen, wenn Männer oben ohne vorm Spiegel posieren. Im Fitnessstudio. Und gerne im Fitnessstudio, gerne, super. Dabei vielleicht noch ein kleines bisschen so, aber dass man es nicht unbedingt merkt, den Arm angespannt haben. Dass es nicht jeder mitbekommt, aber er ist schon angespannt. Man sieht schon ein paar Muskeln darunter. Man sieht eine Ader, vielleicht sieht man die auch. Ja, die Unterhose auch schön tief nach unten gezogen. Die sieht man auf jeden Fall, genau, dass man so ein bisschen das V sieht, was vielleicht eine kleine Andeutung hat. Das ist alles sexy, das ist alles wirklich schön anzusehen, aber es gehört nicht in ein Spiegel-Selfie. Es gehört generell nicht auf das erste Bild, was ich von einem Mann sehe, weil dann ist da ja auch nichts mehr, was man da vielleicht mal auf eine Art erforschen möchte, weil dann hast du ja schon alles gesehen. Und du sagst damit einfach, ich finde mich so geil, also ich bin so geil, warum, also ich brauche eigentlich gar kein Date, weil ich bin mir alleine schon geil genug. Da kriegst du leider das absolute Kotzen. Ist es bei dir ähnlich, höre ich. Ja, unbedingt. Also wenn ich schon auf den ersten Bildern sehe, das ist ein Fuckboy, dann bye. Also muss nicht sein, dass da jemand seinen Oberkörper irgendwie so präsentiert. Also ich habe jetzt weniger so No-Gos als Yes-Yeses, wie du sie nennst. Also ich fand es immer sehr sympathisch, wenn die Männer sich einfach mit so einem Lächeln da gezeigt haben und so ein bisschen lustig präsentiert haben und relativ offen einfach. Und dann meistens habe ich mich auch eher ansprechen lassen von den Profiltexten als von den Bildern. Also klar, dass das irgendwie optisch passen muss, auf jeden Fall. Habe ich mir die Bilder alle angeguckt, je mehr Bilder, desto besser. Und je variantenreicher. Also wenn da jetzt jemand eine Bildergalerie hat, die alle hintereinander die gleichen Bilder zeigen, im gleichen Winkel, nur mit anderem T-Shirt und anderem Licht, dann auch langweilig. Also Facettenreichtum war mir dann auch immer relativ wichtig. Und wie gesagt, dass jemand sich da irgendwie geil präsentiert mit diesen wenigen Zeichen, die man hat, um den Profiltext zu schreiben. Okay, dann lass uns doch da noch mal ganz kurz ein bisschen tiefer reingehen. Ich habe aber jetzt gerade schon einen kleinen Tipp von dir mitbekommen, dass du sagst, je mehr Bilder, desto besser. Da würde ich sogar tatsächlich mitgehen. Das ist irgendwie, das ist ja gar nicht dumm. Würde ich sagen. Ja, dann so weiß sehen. Man, was man bekommt. Aber das ist ja beim Klamottenkaufen genauso wie auf Zalando. Also wenn da jetzt nur ein Bild ist, ich weiß nicht, ob ihr das kennt vom Shoppen mehr, oder? Ich finde es eigentlich ganz gut Vergleich. Und da ist nur ein Bild von einer Bluse und die wird nicht mal gezeigt, wie sie getragen aussieht. Dann kaufe ich diese Bluse nicht. Ganz genau, der Typ muss nämlich getragen auch gesehen werden, sonst weiß man nicht, was man da bekommt. Ja, und jetzt, okay, gehen wir rein in die Texte. Gehen wir rein darin, was man alles auf Tinder mit Texten machen kann und was man auf Tinder mit Texten auch komplett verscheißen kann. Denn da ist viel Potenzial fürs Verscheißen. Ich finde, eine der vielen Sachen, die mir jetzt in letzter Zeit erst so viel aufgefallen ist, ist, dass Leute immer ihre Größe schreiben. Immer, also nein, nicht immer ihre Größe schreiben, sondern dann ihre Größe schreiben, wenn sie groß sind. Aber findest du es gut oder schlecht? Ich find's albern. Was, wenn's? Nee. Ich find's. Wenn ich da reinkrätschen darf, ich habe jetzt gar keine Tinder-Erfahrung. Unbedingt. Aber zum Beispiel, ich bin ja schon sehr groß. Also ich bin ja schon 1,79. Und ich würde es zum Beispiel wahrscheinlich auch reinschreiben, weil, damit es dann keine bösen Überraschungen gibt. Kann ja sein, dass der eine oder andere Mann auch sagt, so, ich bin aber nur 1,65 groß und eigentlich hätte ich nicht so gerne eine Frau, die einen Kopf größer ist.
Fändest du es in Ordnung, wenn dir ein Typ sagen würde, ich bin nur 1,70, du bist fast 1,80, oh nee, ich habe gar keinen Bock, dich zu daten, wenn du so groß bist? Fändest du, das wäre in Ordnung? Ja, klar. Warum denn nicht? Also jeder Mensch hat ja unterschiedliche Vorlieben. Und wenn der sagt, das passt nicht, dann passt es nicht. Ist ja genauso, wie ich jetzt sagen kann, oh, ich stehe aber nicht da drauf, wenn jemand ganz riesig ist oder ganz klein oder wenn jemand eine krumme Nase hat oder dunkle Haare oder blonde Haare. Ja, ich finde es okay. Also letztendlich, wenn es dann nicht passt, dann passt es nicht. Witzig, dass du das sagst. Weil, also vielleicht bin ich da auch ein bisschen voreingenommen und denke mir eigentlich, dann verbaust du dir ja so, so viel, wenn du bei so den Kleinigkeiten, in Anführungszeichen Kleinigkeiten, wegen kleiner Männer, wenn du schon es überhaupt nicht eingehst, auf ein Date zu gehen, wenn der Mann dir ein paar Zentimeter zu klein ist oder wenn die Frau dir ein paar Zentimeter zu groß ist oder die Nase dir nicht ganz passt, dann verbaust du dir ja einen ganzen Menschen, einen ganzen Charakter. Aber das ist ja sowieso bei so einer Dating-App so, weil du filterst ja eigentlich nur nach bestimmten Kriterien. Du filterst ja so nach dem Motto, hat er zu viele Muskeln oder hat er zu wenig Muskeln? Sieht er so aus, wie ich mir meinen Traummann vorstelle, ja oder nein? Oh, sucht er eine Langzeitbeziehung oder nur einen One-Night-Stand? Mag der auch Hunde oder mag der eher Katzen? Also das ist ja, das ganze System basiert ja darauf zu sagen, ausfiltern, ausfiltern, ausfiltern. Wir finden so viele Gemeinsamkeiten wie möglich und dann finde ich es vollkommen okay. Im echten Leben, finde ich, ist es natürlich was anderes. Da ist mir das halt auch schon mal passiert, dass ich mich mit einem kleinen Mann irgendwie in einer Disco unterhalten habe und dachte so, boah, das passt hier voll zwischen uns und da ist voll die Chemie. Aha, also ist es für dich absolut kein No-Go, wenn jemand klein ist. Aber auf Tinder würdest du sagen, das ist eher eine Suche nach dem Perfekten und nach den Stichpunkten, wo man sagt, Das muss für mich sein, aber am Ende muss es vielleicht gar nicht für dich sein. Vielleicht brauchst du das eigentlich gar nicht. Korrekt. Boah, finde ich schwierig. Okay, also für Lisa, für dich wird es auch so, weil du bist ja auch relativ groß. Ja, ich habe das vermisst, dass das Männer häufiger mal auf ihr Profil schreiben. Ich habe dann nämlich immer aus Angst davor, eine krasse Enttäuschung beim ersten Date zu erleben, immer schon selbst gefragt im Chat und habe dann einmal gesagt, wie groß bist du eigentlich? Ja, weil, also es ist, ich glaube auch, dass es gar nicht so, also ich glaube, dass wir dieses Denken wirklich überholen sollten, dass es irgendwie der Mann der Große sein muss und die Frau die kleine Zierliche, um Himmels Willen, das brauchen wir nicht mehr, dieses Denken. Aber es ist irgendwie doch so schon oft gewesen, dass ich auf kleinere Männer dann einschüchternd gewirkt habe und das brauche ich beim ersten Date dann einfach nicht. Und deswegen, also nicht von dir aus unbedingt, sondern von ihm aus, dass er ausgesagt hat mit seinen Gesten oder seinen Worten, dass er von dir eingeschüchtert ist. Ja, sogar oft mit Worten. Du bist ja ganz schön groß, so. Und dann ist man, ja, tolle Vibes jetzt hier. Niemand lacht. Ich glaube, niemand hat auch schon mal eine Situation gehabt, der dergleichen. Ah, schön. Ja. Kommt dann nicht immer so die nächste Frage, oh, du bist ganz schön groß, bist du Model? Oder zwei anderes, oh, du bist ganz schön groß, bist du Basketballerin? Das ist das, was ich von großen Frauen immer höre. Ich denke immer so, ja, toll. Bist du Basketballerin? Ich bin nicht so groß, ich bin Minigolferin. Ja. Wo wir gerade über die Profiltexte sprechen. Gerne. Mona, was steht denn da bei dir drinne oder stand drinne? Oder hast du das häufiger mal geändert? Hast du überhaupt was reingeschrieben? Witzig, ich habe ja kein Tinder-Profil mehr tatsächlich, aber es stand bei mir, waren 5 Fotos drin von Urlauben. Es waren nur Urlaubsfotos drin, weil im Urlaub sehe ich einfach geil aus. Da ist eine Bräunung in meinem Gesicht und ich bin glücklich und entspannt und habe keine Zornesfalte zwischen meinen Augenbrauen. Deswegen Urlaubsfotos. Und dann hatte ich drunter geschrieben, dass ich Redakteurin bin. Das war mir irgendwie persönlich wichtig. Und habe drunter geschrieben, allzeit bereit. Ja. Und das war's. Love it. Und es hat mich, finde ich, auf eine Art auch ausgesagt. Ich finde es aber auch so geil, was du mit diesen Fotos aussagen kannst. Deswegen verstehe ich bei manchen nicht, da habe ich das Gefühl, die machen sich da keine Gedanken drüber, welche Fotos sie auswählen. Und ich meine, du hast ja mit deinen Fotos was ausgesagt. Du hast auf diesen Fotos, ich habe die, glaube ich, mal gesehen, du hast viel gelächelt. Also du hast gezeigt, du bist ein lebensfroher Mensch und vor allem jemand, der gerne reist. Also damit hat man ja direkt schon was über dich erfahren können, durch diese Fotos. Ich habe voll witzig. Ja. Ich habe da mit einem meiner Tinder
richtigen Tinder-Dates darüber gesprochen, an unserem ersten Tinder-Date tatsächlich. Und der meinte so, ganz nette Fotos bei dir, war ja super. Und ich so, ja, Digga, du hattest halt irgendwie, deine Fotos gingen halt eigentlich gar nicht. Das fand ich halt super sympathisch, weil er sah halt einfach aus wie ein bisschen Toilette rausgezogen. Und cool halt einfach dabei, einfach cool. Und er hatte ein Bild, sein erstes war einfach nur er, beziehungsweise seine halbe Nase, die in die Kamera geraucht hat. So, der Rauch seiner Zigarette ist in die Kamera reingekommen. Ich fand's irgendwie geil. Und dann meinte er so, ja, das ist halt wichtig, weil ich will, dass die Leute mit mir rauchen. Das ist mir wichtig. Aber siehst du, er hat sich Gedanken gemacht. Absolut, das hatte total Sinn. Ja. Ja, fand ich richtig geil. Was ich gemacht habe, ist direkt ein paar verrückte Bilder von mir hochzuladen auf Tinder, dass die Männer gleich wissen, worauf sie sich einlassen. Ich habe zum Beispiel schönes Foto von mir auf Malta, wo mein Partner sagt, das ist auch sein Lieblingsbild von mir. Da sitze ich auf so einer Kanone. Aus so einer ganz alten Kanone, einfach nur mit meinem Arsch in die Kamera und gucke dabei so ein bisschen Yeehaw-mäßig. Lisa, du auf einem phallusartigen, riesengroßen, steinigen Kanonending und das auf Tinder mit Arsch in die Kamera. Ich glaube, ich habe gerade die Lösung gefunden, warum ich vielleicht die falschen Männer auf Tinder angezogen habe. Nö, gut, dass es dann jetzt rausgekommen ist, nach 5 Jahren. Klasse. Nein, du stellst dir das gerade ein bisschen zu sexualisiert vor, obwohl das mit der Kanone zwischen den beiden schon auch einfach nicht anders zu deuten sein kann. Ja, richtig. Aber man hat meinen Arsch jetzt nicht in der Frontalaufnahme gesehen. Das ist schon so ein sehr großer Bildausschnitt gewesen. Können wir das Foto vielleicht dann doch später nochmal angucken miteinander? Ich suche es euch mal raus. Ich würd dich drum bitten. Ja. Okay. Nima, was würdest du denn dann für ein Foto reinstellen? Stellen wir uns mal vor. Ich würde wahrscheinlich auch ein Urlaubsfoto nehmen. Ein Urlaubsfoto irgendwie eins, wo ich Sport mache. Vielleicht noch eins mit einem Buch in der Hand. Intellektuell. So richtig gestellt, so Kafka noch eben gekauft, ist noch in der Verpackung drin. Ja, nö, ich lese. Und das Buch auch so falsch rum in der Hand. Ja, finde ich gut. Ja, dann doch wahrscheinlich ein Foto mit Freunden, damit man auch sieht irgendwie, dass ich gesellig bin und vielleicht noch mit einem guten Glas Wein in der Hand. Ich wollte gerade sagen, wo ist der Wein, Nima? Du musst dem potenziellen Partner auch anzeigen, dass da gerne mal was getrunken wird. Ich kenne es aber nur noch von wirklich ganz, ganz früher, dass wenn ich so Typen kennengelernt habe und dann mit denen geschrieben habe, dass das so voll im Flow war und man hat sich irgendwie, also man lag irgendwie abends 3 Stunden im Bett und hat sich die ganze Zeit hin und her getextet und man dachte sich, oh krass, ey, wir sind voll auf einer Wellenlänge und dann, keine Ahnung, konnte es auch mal ein bisschen sexy werden. Und dann warst du so voller Vorfreude auf das Date, dachtest so, okay, es wird einfach bombastisch, wir verstehen uns so gut. Und dann gehst du zu diesem Treffen und denkst so, hä, was ist das denn? Das passt ja überhaupt nicht. Wo ist der Typ, mit dem ich geschrieben habe? Das ist halt so trügerisch, weil die Leute haben so viel Zeit, sich über ihre Antworten Gedanken zu machen, wenn sie schreiben, ne? Und wenn du dann die triffst und du merkst, oh, da ist halt eigentlich nur Stroh hinter der Nase, dann wird es schwierig. Aber mir ist es tatsächlich noch nie passiert. Ich hatte wirklich aber auch noch nie ein Date, was wirklich schlecht war, scheiße war, der Mann kacke. Also es ist doch nicht passiert. Ich finde, bis jetzt waren das einfach ganz normale, nette Leute. Lisa, Hilfe. Ich weiß nicht, was ich dir dazu jetzt gerade sagen soll. Dann kann ich nur sagen, falls du die Erfahrung möchtest, dann setz dich mal auf eine Kanone, mach ein Foto von dir und dann geht er los. Ich muss dazu sagen, es war natürlich nicht das Aufmacherbild. Das Aufmacherbild war natürlich ein ganz tolles Selfie von mir mit einem ganz netten Lächeln. Und die verrückten Bilder, die kamen dann erst ein bisschen weiter nach hinten. Gestreut. Meinst du von meinen schlimmsten Erfahrungen? Also ich muss unterscheiden zwischen den Erfahrungen, die ich innerhalb der App gemacht habe und die ich dann auf den Dates gemacht habe. Mhm, gerne. Und, gerne gehen wir in Deep Dive. Ja, gehen wir in Deep Dive. Und wir haben ja vorhin über die Profiltexte gesprochen und ich fand deinen ganz gut, weil ich bin auch für sehr simple Sprüche. Ich habe mich da auch sehr schwer getan und mich am Ende für ein simples Bier und Pferde stehlen entschieden. Womit eigentlich alles gesagt ist. Ich möchte gerne beim Date ein Bier trinken und bin auch allzeit bereit und für alles offen. Ja, das ist nicht doof. Es hat ein bisschen was ganz kurz, ich darf es ja kurz bewerten, weil das machen wir hier gerade. Es klingt ein bisschen so wie, hast du Gone Girl gelesen?
Ja. Nee, ja. Also war das, sorry, ich habe es nicht gelesen, ich habe den Film nur gesehen. Shame on me. Ach, nicht so schlimm, da sagt sie das auch nie mal. Kennst du Gone Girl? Ja, ich habe den Film gesehen. So, Leute, ihr müsst das Buch lesen, es ist unfassbar geil. Auf jeden Fall sagt Gone Girl zwischendurch, dass sie immer, wenn sie neue Typen kennenlernt und wenn sie in einer neuen Beziehung ist, dann ist sie Cool Girl. Dann ist sie die, ne, ich trink drei Bier und dann esse ich noch einen Hotdog und ich bin trotzdem total sexy und total sportlich und ich bin aber für alles bereit und keine Ahnung, du kannst mit mir Pferde stehlen gehen. Ja. Und so klingst du gerade ein bisschen für mich. Du bist auf eine Art Cool Girl, ja, wenn du dein Tinder-Profil so hast. Das war auch einfach mein Ziel. Also, ja, du wolltest Cool Girl. Man spielt auch ein bisschen eine Rolle, muss ich sagen. Also, du versuchst dich ja einfach in einem ganz besonderen Licht darzustellen. Und ich sag nicht, dass ich diese Person nicht war auf meinem Tinder-Profil, aber ich habe da schon die wichtigsten Stellen ausgeleuchtet, die ich zeigen möchte. Nach 2 Jahren kommt dann die reale Lisa raus. Du darfst nicht rausgehen. Hier ist nichts mit Bier trinken. Ja, wir gehen jetzt zu Pferd stehlen. Aber was ich richtig anstrengend fand, ist dann, dass so viele Männer mich dann einfach darauf angeschrieben haben und versucht haben, also eigentlich ist es ja nett, dass sie versucht haben, mit diesem Satz zu relaten und dann mich damit anzuschreiben. Aber da kam Grütze raus, sage ich euch. Also manche haben kennen diese Floskel, diese Wendungen nicht mal, glaube ich, mit dem Pferdestehlen und haben das für bare Münze genommen und meinten dann so, stehst du auf Pferde und so? Und ich bin so, was ist denn das jetzt hier für ein kranker Scheiß? Okay, wir müssen dazu sagen, wir sind in Berlin und hier sind wirklich sehr, sehr viele Leute, die deutsche Sprache nicht als ihre Muttersprache vielleicht so. Kann man, nicht entschuldigen. Na, scheiße, schade. Und dann, vielleicht waren es wirklich meine Bilder und dann habe ich auch wirklich Leute angezogen, ne? Also da habe ich Nachrichten bekommen, wo wir dann auch wirklich hin zu sexueller Belästigung kommen, wo ich dann direkt als erste Frage gestellt bekomme, ob ich den Slip beim Sex anlasse und zur Seite schiebe oder ob ich ihn ausziehe. Wo ich mir denke, wer lässt den Slip beim Sex an so? Also wenn das jetzt nicht gerade auf der Bartoilette passiert. Was für eine spezifische Frage aber. Das stimmt. Ja, einfach sowas. Aber mein Favorite war tatsächlich, als mir mal jemand ein junger Mann ein Bild von sich in einer Windel geschickt hat. Gar nicht. Ja, ich habe nie einen Dickpick bekommen, aber das war mein Ersatz dafür. Aber also du hast ihm schon seine Handynummer vorher gegeben? Nein. Weil auf Tinder kannst du doch gar keine Fotos verschicken. Doch. Ja? Ja. Okay, der hat ja einfach ungefragt, hat er gesagt, ey, Girl, also ich habe heute meine Ausgehkleidung an. Willst du meine Mami sein? Nein. Und das ist eine Sache. Krass. Ich glaube, das ist auch ein Fetisch. Und was hast du geantwortet? Darauf habe ich nicht geantwortet. Da wusste ich einfach nicht mehr, was ich sagen soll. Aber das Bild hängt mir bis heute im Kopf. Aber kann man solche Leute dann eigentlich melden? Das wollte ich dich auch fragen, Mona. Ich bin ja jetzt schon sehr lange raus. Du warst jetzt kürzlich drauf. Hast du einen Button in Erinnerung? Ich habe nie nach einem gesucht. Wartet mal ganz kurz. Ist es in Ordnung, wenn man von einem Typen, der einen kleinen Fetisch auf eine Windel hat, dem danach zu sagen, ich melde dich jetzt? Weil eigentlich ist es ja eine Dating-Plattform und eigentlich ist es klar, dass sowas passieren kann. Oder seht ihr das jetzt komplett anders? Ich würde sagen, wenn er das mal ausprobieren möchte, dann darf er sein Foto in der Windel ruhig schicken und dann muss er nicht darauf antworten. Ja, das ist ja das große Problem jetzt zur Zeit, dass es die Gesetzesgrundlage halt nicht gibt, dass die fehlt und dass dafür gerade erstmal gekämpft werden muss, dass auch im digitalen Raum da so Regeln eingeführt werden. Aber es ist halt nicht die feine englische Art, ungefragt Bilder zu senden. Nö, da fragt man mal vorher. Hättest du ganz gerne von mir in der Windel ein Foto? Aber was würdet ihr sagen, wo ist der Grad? Also was darf man noch schicken und was darf man noch fragen beim ersten Anschreiben? So ist es in Ordnung. Also das ist mir einmal passiert. Ich habe auch wirklich ganz, ganz wenige so eine Erfahrung mit sexueller Belästigung bei sowas. Aber einmal hat mir ein Typ geschrieben und hat einfach nur gefragt, auf Englisch irgendwie, you want sex tonight? Und ich so, nö, alles gut. Und dann war auch in Ordnung. Aber also ich fand es jetzt nicht schlimm. Ich fand es jetzt nicht so, oh, da muss ich mich jetzt drüber aufregen, weil er hat einfach nur gefragt. Ist das sexuelle Belästigung? Oder würdet ihr sagen, vollkommen okay?
Ich finde, das muss man im Einzelfall entscheiden. Also wenn auf meinem Profil irgendwie auch sowas draufsteht wie ich habe den und den Fetisch und ich will auf jeden Fall nur Sex haben, dann finde ich, dann implizierst du ja damit so, ich bin offen und wir können auch darüber quatschen. Wenn aber mein Profil das gar nicht hergibt und ich zum Beispiel jetzt sage, so, ich suche jetzt irgendwie coole Kumpels, mit denen ich abhängen kann, und dann kommt ein Mann und schickt mir einfach ungefragt einen Dickpick, dann finde ich, ist das sexuelle Belästigung. Und dann, finde ich, kann der auch zur Rechenschaft gezogen werden. Okay, Dickpick ist, glaube ich, aber auch wirklich das absolute Ultimum. Ne? Was Schlimmeres kannst du ja eigentlich nicht bekommen. Also da, das ist, glaube ich, so der schwarze und dann gibt's also schwarze Zone und dann gibt es irgendwie eine weiße Zone und eine graue Zone. Und ich frage mich halt, wie groß die graue Zone ist. Aber weiß nicht, ich finde so ein Dickpick, also ist natürlich mega unangebracht, wenn man gerade Männer zuhören, bitte einfach, oder penistragende Menschen, bitte einfach niemals machen. Aber es gibt, also ich finde schon, dass es noch schlimmer geht, wenn du so wirklich anhaltend belästigt wirst. Also wenn es nicht aufhört, also wenn dich jetzt jemand fragt, wanna have sex tonight und sagst nein und dann geht's aber noch 5 Runden weiter, dann ist das schon krass. Und ja, dann geht's, und dann wird's auch zur sexuellen Belästigung. Und auch wenn wir uns auf einer Dating-Plattform bewegen, ist es ja keine Ausrede. Trotzdem sollten ja noch. Würdest du das auf der Straße erwarten, ist ja die Gegenfrage. Also wenn da jetzt einfach jemand auf dich zukommen würde und das sagen würde, das ist. Und dann seinen Schniedel rausholen würde und sagen würde, hey, guck doch mal. Das ist halt immer die Frage. Also man kann ja nicht den digitalen Raum als Ausrede davor schieben. Also ja, du hast schon recht. Aber und da ist ja die andere Frage, ist schon mal jemand, jemals, hat schon mal jemand Erfolg damit gehabt, dass er einfach einer Frau einen Dickpick geschickt hat und dann hat die Frau zurückgeschrieben, ey, das ist ein Schwanz, den würde ich jetzt sofort ganz gerne knutschen. Ist es jemals passiert? Wenn das jemals passiert ist, dann schreibt uns eine E-Mail, ja. Schickt uns das Foto mit, weil das muss ein abgefahren hübscher Penis sein. Den würde ich gerne auch sehen. Ich glaube nicht, dass es jemals passiert ist. Nee. Glaube ich auch nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Aber mich würde jetzt mal interessieren, Lisa, willst du mal vielleicht erzählen, wie dann, also du hast dann mit irgendwelchen komischen Männern da auch geschrieben, aber wie war denn so ein Date? Also wie ist das so abgelaufen? Ich hatte Dates. Ja. Genau. Also ich habe 2 Storys mitgebracht. Die eine ist relativ schnell erzählt. Also es lief alles. Oh, kannst du, Lisa, kannst du uns bitte so richtig reinnehmen mit in die Situation und ja, so ein bisschen malen, so wie sah es aus, wie hat es gerochen und sowas? Mhm. Könntest du uns okay, damit nehmen? Okay. Ich lehne mich zurück. Okay, ja. Lehnt euch zurück. Also, es war einmal ein Tinder-Date und es ging in eine Berliner Bar, in der auch geraucht werden durfte. Also wir haben alle die Geruchskulisse auch vor Augen. Es gab natürlich Bier, nach meiner Profilbeschreibung passend. Und wir saßen an einem kleinen romantischen, kerzenbeleuchteten Tisch und hatten eine gute Zeit. Und dann habe ich ihn auch etwas überrascht, weil ich meinte, ja, gehen wir dann jetzt, wenn wir ausgedrungen haben, zu dir oder was? Aha. Und da war er auch ganz ganz froh drüber. Und dann, also das war eine Sache, das lief gut. Das ging dann auch noch 2 Dates weiter, dass wir uns dann häufiger mal bei ihm getroffen haben. Und dann hatte mir aber, glaube ich, so gefühlt nach dem dritten Mal, wir gerade fertig miteinander, wieder am Anziehen gewesen, hat er mir erzählt, ja übrigens, ich habe heute meine Ex-Freundin getroffen und sie gefragt, ob wir nicht wieder zusammenkommen wollen. Da ich so, gar nicht. Warum erzählst du mir das jetzt? Bin ich auch richtig in die Luft gegangen und meinte so, hä, und wenn sie jetzt heute gesagt hätte, ja, dann hättest du mir einfach schnell noch abgesagt, oder wie? Ach, sie hat Nein gesagt, als er sie gefragt hat. Scheinbar hat sie Nein gesagt. Mhm. Will ich doch sehr für ihn hoffen im Nachhinein. Genau, also das war so eine Sache, wo ich dann auch wirklich wutentbrannt die Wohnung verlassen habe. Wie unfassbar unangenehm, das nach dem Vögeln dann auch noch preiszugeben. Ich fand es einfach so unnötig. Was hatte das denn für einen Sinn? Er hätte es mir auch gar nicht erzählen müssen, weil das war ja die Beziehung auch nicht. Das war eine ganz lockere Sache, aber das ist dann trotzdem verletzend zu hören. Also immer, wenn es um Ex-Freunde geht, das muss einfach nicht sein. Das hat auf diesem Dating-Markt dann nichts zu suchen. Da muss man mit sich selbst klarkommen, aber das nicht auf dem neuen Date-Partner ablegen, finde ich. Okay, du meinst, dass man generell bei neuen Dates nicht über seine Ex-Partner spricht und schon unangenehm, die komplett ausklammert? Ja, also würde ich jetzt persönlich nicht machen. Es sei denn, ich würde direkt danach gefragt werden, aber selbst dann würde ich ja sehr genau überlegen, was ich davon jetzt erzähle. Ja. Ja, ich denke da gerade drüber nach, weil eins meiner Tinder-Dates mich direkt am ersten Tinder-Tag
direkt beim ersten Date gefragt hat, wie denn so, wann meine letzte Beziehung war, wie das so abgelaufen ist und halt direkt angefangen hat, das zu vergleichen miteinander, meine Männererfahrungen miteinander zu vergleichen. Ich glaube, das kann ja auch was Positives sein, wenn du von jemandem weißt, wie der so beziehungstechnisch drauf ist, was da so auf was für Typen Männer der steht oder für Typ Menschen der steht. Also ich glaube nicht nur, dass es nur negativ ist. Aber natürlich, wenn du einfach von deiner Ex-Freundin sprichst und ich liebe sie so sehr noch und ich will jetzt eigentlich nur mit dir vögeln, dann hat es gar keinen Sinn. Ja, war schon mega unangenehm. Aber ja. Ist ja gar kein Problem, weil Zweites. Dann kam ja schon der nächste unangenehme Mann. So. So, und mit dem hatte ich dann auch schon davor mal ein Date und dann kam es zum zweiten oder sogar schon dritten Date. Und ich habe vorgeschlagen, es war Hochsommer, es war heiß, ich hatte die Nase voll, ich wollte raus. Ich habe vorgeschlagen, lass uns doch mal zusammen einfach an den See fahren. Lass uns schwimmen gehen. Ich finde, das ist eine richtig coole Date-Idee gewesen. So kann man auch gleich mal den anderen körpermäßig ein bisschen abchecken. Nee, Quatsch. Ja, ganz genau. Deswegen würde ich sagen, das ist ein richtig krasser Schritt. Du gehst doch auch nicht mit dem Typen in der Sauna am ersten Date. So schlimm nur auch nicht, aber es ist ja jetzt Sommer gewesen. Also beim dritten Date schwimmen gehen? Nima, wie siehst du das? Ich finde es auch beim ersten Date okay, also, aber, ja. Alter, ich merke gerade, dass ich gerade ultra prüde bin, ich merke es schon. Ja, mach mich doch beim dritten Date dann vielleicht auch nackig, also da kann ich doch auch schwimmen gehen. Beim dritten Date darf man, ne? So ist ja die Regel. Ja. Und genau, habe gesagt, pack die Badehose ein, wir fahren jetzt zur Krummlanke, falls das jemand kennt hier. Wir leben ja in Berlin, das ist eine sehr coole Seelocation, weil man da auch mal richtig schwimmen kann. Da ist auch sehr tief, da ist auch sehr kalt, also richtig schön erfrischend im Sommer. Und dann kommen wir da an, haben uns da verabredet und dann sagt er, du hast ja wirklich ein Bikini drunter, ich habe jetzt gar keine Badehose eingepackt. Ich so, was hast du gedacht, was hier passiert? So, wir also trotzdem zum See gelaufen und wenn ich so, ja, na, dann im Worst Case gehen wir halt nackig rein. Hat er sich nicht getraut, also habe ich mein Bikini natürlich auch angelassen. Dann ist er mit Unterhose ins Wasser mit rein und wollte mich dann da, also wir sind ein bisschen rausgeschwommen und dann wollte er mich im Wasser küssen. Und das war schon okay gewesen, also ich habe ihm auch signalisiert, dass das okay ist, aber der war, glaube ich, ein echt schlechter Schwimmer. Und dann hat er mich immer so runtergezogen dabei, dass mein Kopf immer schon so halb unter Wasser gegangen ist. Und dann ist mir auch das erste Mal klar geworden, Lisa, du bist hier gerade mit einem wildfremden Mann aus dem Internet in der Krummlanke, die wirklich scheiße tief ist. Da liegen wahrscheinlich noch einige Leichen, die nicht geborgen wurden. Und bist hier mitten in diesem See und der drückt dich hier runter. Also da ist mir mal kurz ein bisschen Angst und Bange geworden. Und ich bin wieder zum Ufer geschwommen und meinte dann auch, okay, es wäre dann jetzt auch wieder schön, in die Stadt zu fahren. Das fand ich nicht so cool. Echt, du hast ein bisschen Schiss gekriegt. Ja, total. Also das war wirklich krass, wie der mich da runtergezogen hat. Und es war auch generell so unangenehm, dass der da so, wer knutscht denn da so? Du konntest ja in dem Wasser nicht stehen. Also es ist wirklich ein komischer Knutschspot gewesen. Ich glaube, der hatte sich das total romantisch vorgestellt. Er dachte sich, ihr macht jetzt eine kleine Dirty Dancing 2-Situation und ihr werdet da noch ein bisschen planschen und auf eine nackte Art miteinander kopulieren. Und dann hat Lisa gesagt, nö. Aber das ist gar nicht das Schlimme gewesen, Mona. Das war gar nicht das Schlimme vom Date. Weil wir sind ja dann in die Stadt gefahren. Wir sind Pizza essen gegangen und haben nachher noch ein Bier getrunken. Und dann kam ein Bekannter vorbei von mir. Jemanden, den ich von anderen Freunden kannte. Und dann bin ich kurz neues Bier holen gegangen und die beiden Männer waren dann unter sich. Und wie ich dann später erfahren habe, hat der Typ, mein Date, dann richtig stolz angegeben, dass er mich ja heute noch flachlegen wird und dass er mich heute noch knacken wird. Er weiß das ganz genau, was ich ja für ein Mädchen bin und so. Ich sag doch, das Kanonenbild war nicht gut für mich. Gut, dass du den Fehler selber siehst. Alles in Ordnung. Und das hat mir der Bekannte dann ein bisschen später irgendwann mal erzählt. Und ich war noch nie so froh in meinem Leben, dass ich auf mein Bauchgefühl gehört habe an dem Abend und dass ich mit diesem Typen aus dem Wasser nicht nach Hause gegangen bin. Er hat mich also nicht geknackt. Das macht mich bis heute stolz. Aber auch, was für eine Sprechweise. Also, wie kann man so über eine Frau sprechen? Digga, dein Bekannter hat dir auch danach nicht gesagt, hier, Fräulein, der will hier nur Fiki-Fiki und da wieder nach Hause. Das hat er dir nicht gestanden? Nee. Weil dann würde ich auch da vielleicht die Freundschaft an der Stelle einfach mal einen Cut ziehen. Wie gesagt, Bekannter, kein Freund. Ja, okay.
Aber es ist schon ein bisschen witzig, dass manchmal Leute eine Situation so krass unterschiedlich einschätzen. Also der eine denkt sich, oh mein Gott, das war irgendwie voll die schreckliche Situation im See und ich habe mich voll unwohl gefühlt und eigentlich will ich jetzt hier weg. Und die andere Person ist so, ja, yeah, Mann, ich weiß, wir viben so krass und heute wird so gut laufen. Und dann denkst du einfach nur so, hä? Was? Wie kann denn das sein? Mit welchem Satz habe ich dir das jetzt gerade signalisiert? Ja, völlig recht. Aber das war schon echt unangenehm. Also auch mit dieser Nachstory, was ich dann noch gehört habe. Und er wurde dann auch so richtig zudringlich und hat dann immer so mein Knie getätschelt und so. Und also. Aber wie bist du dann aus der Situation rausgekommen? Also das würde mich mal interessieren, ob du da noch einen Goldtipp irgendwie für uns hast. Meinst du den Abend dann? Ja, also dass man, wenn man merkt, okay, die andere Person will auf jeden Fall, dass du mit der nach Hause gehst oder dass da noch was läuft. Mhm. Und ich glaube, vielen Frauen, also ich will jetzt auch kein Vorurteil hier streuen, aber ich weiß aus meiner Erfahrung auch von Freundinnen, dass die sich manchmal damit schwer tun, zu sagen, so halt, stopp, ich habe gar keine Lust und ich gehe jetzt. Sondern dann so, und sich so rausfinden. Und da würde ich irgendwie mal eine richtig geile Strategie hören, wie man so aus der Situation rauskommt. Ging mir ganz genauso. Ich habe für mich auch nicht die feine englische Art, aber für mich hat es immer gut funktioniert, einfach generell mir eine Exit-Strategie hinzulegen. Also, dass immer ich wusste, wo meine Freunde gerade an dem Abend unterwegs sind oder wen ich anrufen kann, dass ich mich mit demjenigen noch treffen kann. Und dass ich dann immer sagen kann, nee, ich gehe jetzt da und dahin. Weil du sagst schon von vornherein, es könnte sein, dass ich mich noch mit Freunden treffe? Oder sagst du dann einfach irgendwann, ich habe jetzt hier eine SMS gekriegt, ich fahre noch woanders hin? Nee, also das mache ich schon direkt am Anfang immer klar, dass es am Ende nicht so unangenehm wird und nicht so gestelzt wirkt. Also wie gesagt, es ist jetzt nicht die beste Art und Weise, das zu tun, aber es ist für mich immer in Ordnung gewesen, weil es wirklich wenig unangenehm war. Wir haben da ja auch schon ganz oft drüber gesprochen, was so eine Exit-Strategien für vor allem Frauen leider sein können. Und die sicherste und logischste Exit-Strategie funktioniert ja zum Beispiel bei Tinder-Dates nicht, weil das, worauf wir gekommen sind, ist ja das Einzige, was du immer sagen kannst, ist, ich habe einen Freund, sorry. Oder mein Freund will dich, dass ich mich mit dir treffe. Oder mein Typ. Ich habe einen Typen. Das reicht ja schon. Die meisten Männer sagen dann, okay, alles klar. Und egal, was du sonst sagst, oder ich will dich nicht, ich finde dich doof, deine Nase ist mir zu dick, deine Ohren sind mir zu klein, das wird ja niemals bei einem Typen anschlagen. Aber zu sagen, ich habe einen Freund, das ist meistens das A und O. Seltsamerweise irgendwie nicht. Also mir ist es schon voll oft passiert, dass ich irgendwo unterwegs war und dann hat mich ein Typ angequatscht und so, ja, hey, wie geht's dir? Und ja, ich wollte sagen, du siehst voll gut aus und so und hast nicht mal Lust, einen Kaffee trinken zu gehen. Ja. Dann meinte ich, das ist total nett und voll lieb und so, aber ich habe einen Freund. Ja, na und? Ja, der würde das jetzt nicht so gut finden, wenn wir beide einen Kaffee zusammen trinken gehen. Ja, meinst du echt? Also ich meine, wir gehen ja nur einen Kaffee trinken. Ja. Nee, und dann stehst du da und denkst irgendwie nur so, bin ich jetzt blöd oder wie drücke ich das jetzt hier richtig aus? Denkst du dann, dass du wirklich zu dumm bist, um zu checken, ach, der will ja wirklich nur einen Kaffee trinken? Weil das ist mir, ja, also das verstehe ich. So ein bisschen kommt man sich dann selber so doof. Welcher Mann, Mona, möchte wirklich nur einen Kaffee trinken, weil er Kaffee so sehr liebt? Vor allem, wenn er dich noch auf der Straße angekommen hat. Vor allem ja mit einer Wildfremden. Ich glaube, wir würden uns super bei einem Kaffee verstehen. Ich habe übrigens die gleichen Erfahrungen gemacht wie Nima. Also ich sag's jetzt auch schon mittlerweile gar nicht mehr, weil es geht den anderen ja überhaupt nichts an. Ich bin dann meistens immer kurz angebunden mit Nein, keine Zeit. Und dann ja, okay, ciao. Du machst das wirklich die gut wahrscheinlich. Die feine Berliner Art. Ja, einfach mal richtig rotzig sein. Ja. Vielleicht ist das gar nicht dumm. Pickup-Artists haben bei mir keine Chance. Ich habe das als noch die Fitnessstudios auf hatten, war ich in einer Sauna. Und da, ich finde schon, in einer Sauna ist eigentlich so ein Safe Space. Da bin ich mit mir selbst nackig und da fühle ich mich irgendwie angegriffen und vulnerable und da soll mich auch bitte keiner anquatschen. Aber trotzdem machen das Typen ja manchmal irgendwie komischerweise. Und dieser Typ hat mich in der Sauna angequatscht und wir haben ganz okay nett über das Sportprogramm da geredet. Und ich meinte so, ja, ich gehe halt eigentlich ganz gerne laufen. Und er so, ach so, ja, dann lass uns doch mal zusammenlaufen. Ich so, nö, ich laufe ganz gerne alleine. Er so, ja, wie, ist doch, nee, alleine laufen ist doch doof. Ich so, nee, ich mach das aber lieber. Also ich habe wirklich gesagt, ich möchte, also impliziert, dass ich nicht mit ihm laufen möchte.
Und er meinte so, nein, 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 wir machen das zusammen. Ja, wir sag, ich sag dir Bescheid. Und irgendwann habe ich gesagt, nee, sorry, ich habe einen Freund. Und dann war er still. Dann hat er gesagt, ach so, ja, dann ist alles okay, okay, dann halt nicht. Und ich dachte so, das ist doch nicht dein Ernst. War das so eine richtig komplett nackige Sauna oder so eine, wo man sich doch noch ein Handtuch umlegt, weil es gemischt ist? Es war eine komplett nackige Sauna und meine Brüste sind da durch die Gegend geschwenkt und seine schwankigen Sachen auch. Wie unangenehm. Das war wirklich unangenehm. Ist das, es geht halt ja wirklich in die Privatsphäre rein. Also den Körper so an sich finde ich halt nicht schambehaftet. Das so, also dass man da jetzt nackig drinne sitzt, ist halt die eine Sache. Und selbst da glotzt man sich ja aber nicht an, einfach aus Respekt. Also es gibt ja einfach Regeln. Genau, auch man im guckt FKK-Bereich extra eben nicht hin. Ja. Und dann auch noch den Schritt zu gehen, wirklich Kontakt aufzunehmen, mit jemandem zu sprechen. Ich finde es so daneben einfach. Also es kommt drauf an, wie man miteinander spricht. Ne? Ich finde es schon okay, wenn man so ein bisschen Smalltalk hält, ja, das ist irgendwie ganz nett. Aber dann auf einer sexy Ebene miteinander, das ist nicht... Nee, das passt da nicht hin. Ja, aber ich finde es auch so krass, dass manche Menschen gar kein Gespür dafür haben, ob jemand das gerade will oder nicht. Weil wenn ich ja, zu jemandem sagen würde, so, ja, ey, hast du Bock mit mir mal was zu trinken zu gehen? Oder kann ich deine Nummer haben? Und die andere Person windet sich und ist so, nee, dann würde ich sagen, ja, alles klar, cool, kein Problem. Ich wollte aber nur mal gefragt haben, dann tschüss. Und dann bin ich die Erste, die weg ist. Aber dass man dann noch so unangenehm da rumstochert, so, aber warum denn nicht? Und wann denn nicht? Aber wenn du dann morgen keine Zeit hast, dann können wir doch am Wochenende gehen, oder? Ja gut, wenn es am Wochenende nicht passt, dann komme ich irgendwie einfach zu dir. Dann denke ich mir so, hä, was sind denn das für Menschen, die so krass so Grenzen einreißen? Obwohl, Nima, ich glaube, ich muss dir ein kleines bisschen widersprechen, nicht aus meiner Perspektive, aber ich glaube, vor allem bei vielen Männern ist die absolute Dating, Tinder, ich lerne Menschen kennen Strategie, nicht locker zu lassen. Weil bei wie vielen Beziehungen hat schon genau das funktioniert, einfach immer mal wieder und immer wieder Präsenz zu zeigen und da zu sein und nochmal nachzufragen und da kommen manchmal unfassbar geile Beziehungen dabei raus. Weil irgendwann die Frau sagt, ja, okay. Okay, ja, da hast du recht, das war bei uns tatsächlich auch so. Das haben jetzt bitte unsere Zuhörer und Zuhörerinnen nicht gehört. Ja, aber halt nicht auf so eine platte Art und Weise. Also ich muss halt sagen, es war halt mehr so wie so ein Spiel. Aber ich finde, also ich finde es halt was anderes, wenn man sich halt auch so ein bisschen kennt und irgendwie sich ein bisschen windet oder ob du halt bei einer komplett fremden Person so nachstocherst und merkst, okay, die fühlt sich gerade unwohl oder es anscheinend nicht merkst. Das finde ich ist halt ein Unterschied. Ja. Dafür muss man halt sehr viel Empathie irgendwie besitzen und Selbstreflexion. Schwierige Themen. Ja, und auch ein bisschen auf die Körpersprache des Gegenübers achten. Also ich glaube, ich zeige schon immer sehr deutlich an, wenn ich wirklich nie und niemals Interesse haben werde. Sag, mach mal, könntest du mal ganz kurz nachmachen und dabei beschreiben, was du tust, die Körpersprache? Oh, ich weiß nicht, kennt ihr die Mikroexpression für Ekel? Nee. So leicht zusammengezogene Augenbrauen und hochgezogene Mundwinkel sind das, glaube ich. So ein bisschen so zähneflatschenmäßig. Ja, ja. Ja. Nein, Quatsch. Gott. Nein, Quatsch. Okay. So gucke ich natürlich nicht, wenn mich jemand anspricht. Aber ein ganz deutlicher Indikator ist, wenn die Füße halt schon in eine andere Richtung zeigen. Also wenn jemand mit dir sprechen möchte, dann wird er meistens dir gegenüberstehen und die beide Füße zeigen in deine Richtung. Aber wenn derjenige schon mit den Füßen in eine andere Richtung zeigt, dann ist das Gespräch einfach an dieser Stelle beendet. Dann wird er dir auch nur noch halb zuhören. Ja. Aber wenn, also wir haben jetzt ja so gerade so ein bisschen über Tinder geredet und wie so das erste Date war. Und auch schon mal so ein bisschen so, ja, wie ist es auf der Straße, wenn man da angequatscht wird? Aber würdet ihr sagen, ihr habt noch so krass geile Geheimtipps irgendwie, wo man noch nette Leute kennenlernen kann, wenn nicht jetzt gerade auf Tinder? Meinst du 2020 oder meinst du im normalen Leben? Ja, ich glaube, mach mal lieber im normalen Leben. Und dann machen wir im Nachhinein vielleicht die in Corona-Times-Tipps. Ja, ist vielleicht nochmal eine extra Folge wert. Also Menschen kennenlernen. Ich weiß nicht, ob wir die Statistiken mal auf dem Schirm haben, aber wo lernen sich die Leute kennen? Das ist entweder in der Schule, auf der Uni oder in der Arbeit. Das sind so die größten Faktoren, wo man Menschen
kennenlernt und die man nachher auch noch heiratet. Also keine Ahnung, so natürlich kannst du in eine Bar gehen und da einen netten Typen kennenlernen und den anquatschen und das wird die große Liebe deines Lebens. Aber ich glaube, prozentual ist das immer noch sehr, sehr viel geringer, die Chance. Weil du ja, ist ja klar, wenn du auf der Arbeit jemanden kennenlernst, dann hast du, weiß ich nicht, manche Leute 10 Stunden mit denen am Tag zu tun und siehst den jedes Mal und das ist schon ein großer, großer Faktor, glaube ich. Einfach alleine, dass man mit denen so viel Zeit verbringt, sich in jemanden zu verlieben. Was würdet ihr sagen? Du hast noch einen wichtigen Bereich vergessen, und zwar den Freundes- und Bekanntenkreis. Yes. Da habe ich nämlich zum Beispiel meinen Partner kennengelernt. Und ich glaube auch, dass so eine Beziehungen immer ein ganz großes Potenzial haben zu halten, einfach weil man eben aus dem gleichen Dunstkreis kommt. Und weil man vielleicht auch ein bisschen aus dem gleichen Holz geschnitzt ist, eben weil man die gleichen Freunde hat und weil man sich auch über Freunde unterhalten kann, weil man einfach das gleiche soziale Netzwerk hat. Nima, du hast gerade so zustimmend reagiert. Kommt dein Partner etwa auch aus deinem Freundeskreis so ein bisschen? Ja, und ich fand es auch eigentlich ganz cool, weil du dann die andere Person vielleicht auch schon besser einschätzen kannst. Du hast natürlich auch keine Garantie dafür, dass es vielleicht kein Arschloch ist, aber es ist das Risiko, ist, würde ich sagen, ein bisschen geringer, dass wenn da noch irgendwie Freunde zwischen einem stehen, dass die dann halt vielleicht nicht sagen, oh ja, die hau ich jetzt mal übers Ohr. Da wird man beobachtet. Ein wenig. Aber würdet ihr sagen, das ist schlau? Also nein, ich will das überhaupt nicht bewerten, aber eine Beziehung, die innerhalb eines richtig, richtig dicken Freundeskreises passiert und dann auseinanderbricht. Ja, aber da muss ich zum Beispiel sagen, also wir haben uns jetzt eher so über gute Bekannte kennengelernt und jetzt nicht, also wir haben trotzdem beide 2 unterschiedliche Freundeskreise, das heißt, bei uns wäre es jetzt niemals so, wenn wir uns trennen würden, okay, jetzt hat einer keine Freunde mehr, weil die irgendwie nur auf einer Seite stehen, sondern dass jeder hat irgendwie noch so sein eigenes Leben und seine eigenen Leute. Bei mir ganz genau so, und ich möchte mit einer Gegenfrage konkern, Mona. Und zwar, was ist schlimmer, wenn dein Ex-Freund dann in deinem Freundeskreis ist oder wenn er dir jeden Tag auf der Arbeit begegnet? Also vielleicht dann doch lieber nicht auf der Arbeit daten. Ich merke gerade, du hast absolut recht. Ja. Was erzähle ich eigentlich für einen Schwachen? Da musst du halt nachher kündigen. Ja, oder er. Einer von beiden muss gehen. Wahrscheinlich eher du. Weil wir ja immer noch in einer kleinen patriarchalen Welt hier leben. Und da hat sie den kleinen Schnitzer noch rausgehauen. Sehr gut. Da musste auch noch gesagt werden. Einfach nochmal raus. Okay, und dann, aber wir sind ja jetzt schon fast wieder am Ende unserer ganzen wunderbaren Folge angekommen und haben ja bestimmt noch einige Tipps vorbereitet, die wir den Leuten aber für Tinder mitgeben können. Ist das richtig? Ja, aber bevor wir damit starten, würde ich noch eine Frage stellen. Gerne. Hau raus. Okay. Würdet ihr lieber 100 perfekte Dates inklusive aufregender Nacht haben wollen? Oder würdet ihr lieber sagen, ihr wollt eine Beziehung haben, in der ihr euch die ersten 3 Jahre nur streitet, aber danach mega glücklich werdet? 100 perfekte Dates mit anschließender Nacht heißt mit Sexy Time und allem, was man sich sexy so wünschen time. Kann. Sexy Time. Ist da Sexy Time dabei? Ich kriege einen Cocktail, ich kriege ein leckeres Essen. Nicht das nur ist Cocktails, schon Pop. Sondern auch 100 Cocks, wie ich das jetzt gerade verstanden habe. Mona ist gerade peinlich berührt von der Frage. Okay, das ist die Ausgangssituation. Und bei der Beziehung bin ich erstmal 3 Jahre lang richtig unglücklich und danach für immer glücklich. Und ich müsste diese 3 Jahre Beziehung aber aushalten, weil ich glaube, ich würde mich halt entweder zwischendurch umbringen oder ihn halt verlassen. Aber das weißt du? Das darf nicht. Das muss durchgehalten Nein. werden. Ja. Okay. 1 oder 2? 2. Also du nimmst die Beziehung, Mona? Ja. 3 Jahre kannst du dich auf was anderes konzentrieren. Da kannst du mal, weiß ich nicht, gehst du reisen, gehst du arbeiten, machst du was anderes. Also nee, ich bin dafür zu harmoniebedürftig. Ich nehme auf jeden Fall die Dates und die 100 Cocks. Lisa, weißt du, wie anstrengend das ist? Natürlich. Das sind 100 Cocks. Die muss durchgeballert werden. Das ist zu anstrengend. Können wir die Folge bitte 100 Cocks nennen? Ja, bitte. Ja, okay, gut. Nima. Was ist deine Antwort? Ja, stimmt, die wird mir jetzt auch zurückgestellt. Ja, sorry. Ich würde die Beziehung nehmen. Also ich würde mir denken, okay, gut, wenn wir die ersten 3 Jahre alle Streitereien auf dem Tisch haben und danach eine richtig geile Zeit haben, dann Augen zu und durch und dann den Rest des Lebens happy.
Hast du dir diese Frage selbst ausgedacht? Weil die hat ein, zwei kleine Fehlerchen, glaube ich, drinne. Das Problem ist... Jetzt geht's los. Okay, nee, jetzt kommt kurz. Statistik pro Mona. Nee, nicht statistische Fehler. Ich denke mir, wie kannst du denn glücklich werden mit jemandem, mit dem du dich 3 Jahre lang durchgestritten hast? Weil du kannst ja überhaupt nicht auf eine schöne Zeit zurückblicken. Du siehst ja nur, oh, da in dem Urlaub haben wir uns gestritten. Als wir in dem Restaurant waren, da haben wir uns gestritten. Als wir da miteinander geschlafen haben, da waren wir richtig sauer aufeinander. Da können wir ja überhaupt nicht auf eine schöne Beziehung zurückgucken. Also kannst du nicht nach 3 Jahren glücklich sein? Das ist eine Frage, die ich dir stelle. Okay, also wir haben jetzt zum Ende hier noch krasse Diskussionen anscheinend. Ich hätte gesagt, doch, kann man. Also, weil du halt vielleicht danach einfach neue Erlebnisse hast und auf die schaust du dann später zurück. Also es kann ja theoretisch sein, also ich meine, ich glaube, 3 Jahre sich jetzt durchzustreiten ist schon extrem hart. Aber wenn man jetzt davon ausgeht, dass man sagt, okay, eigentlich passen wir voll gut zusammen und wir haben aber, weiß ich nicht, nur Kommunikationsschwierigkeiten und wir arbeiten an denen und geraten da immer wieder aneinander, aber wir wissen, wenn wir die gelöst haben, dass wir dann perfekt zusammenpassen und dann auch irgendwie ein schönes Leben miteinander haben können, dann würde ich die Variante wählen und danach einfach sagen, ja gut, dann beginnen wir jetzt irgendwie mit der geilen Zeit. Wir gehen jetzt zusammen reisen. Ah, guck mal, das ist jetzt viel schöner als früher. Okay, die Prämisse wäre, man müsste wissen, dass es nach 3 Jahren richtig geil wird. Nur dann würde das vielleicht funktionieren. Ich frage nie wieder eine Frage. Ja, ich habe sie mir selber ausgedacht. Nein, die ist richtig geil. Die ist richtig, richtig geil. Ihr Lieben, machen wir mit den Tipps weiter. Also ich habe eigentlich nur einen großen Tipp, den ich in die Tinder-Welt hinausbrüllen würde. Und zwar, dass man sich vorher genau überlegen sollte, was man eigentlich möchte, was man selbst sucht. Und das auch gleich klar kommunizieren sollte und dann auch einfach mal direkt am Anfang darüber sprechen sollte mit demjenigen, den man datet. Und dafür haben wir die wunderbaren Abkürzungen auf wmn.de. Die sagen dir ganz genau die Aussage, die du da treffen möchtest. Entweder LZB oder ONS. Oder alles dazwischen. Oder irgendwas dazwischen, was weiß ich. Man kann auch ein paar sexuelle Vorlieben und so zum Beispiel einfach mal droppen. Soll ich nochmal ganz kurz eine raussuchen? Ja, komm. Jetzt zum Ende nochmal. Komm, eine sexy Vorliebe machen wir nochmal eben. Ja, wo ist es denn? Gibt bestimmt auch eine für Blümchensex oder so. Aber nicht zu verwechseln mit BS. Das ist ja dann was ganz anderes. Geil, stimmt. Das ist ein bisschen was anderes. Wir haben zum Beispiel BBC. Das ist doch Big Black Cock, oder? Sehr gut. Wir haben aber auch. Oh, das ist. Ja. Wir haben aber auch direkt darunter BBB. BBB steht für Bauch, Brille, Bart. Nein, bitte nicht. Ist meist ein älterer Herr gemeint. Steht daneben. Ja. Fantastisch. Okay, gut, dann haben wir jetzt hier auf jeden Fall die Leute schon mal angeteasert. Die wissen ganz genau, wenn sie bestimmte Vorlieben haben, dann kann man da einfach mal nachgucken. Dann gehen wir ja weiter in unsere wunderbaren Tipps hinein. Ich würde, also ich habe jetzt einen Tipp von euch mitgenommen und zwar vielleicht nicht die Körpergröße reinzuschreiben, sondern sich mal einfach überraschen zu lassen und dann zu gucken, passt es nicht vielleicht doch. Und der andere Tipp wäre aber tatsächlich, sucht einfach unabhängig von Tinder, wenn euch Tinder oder irgendwie sonst irgendwelche Dating-Apps nerven, sucht einfach im realen Leben nach einem guten, netten Partner. Mona guckt gerade ganz nachdenklich. Ja. Das habe ich auch gerade gesehen, dachte so, okay. Ja, also ich sehe das komplett, ich fühle dich nicht mehr. Aber ich sehe auch, du warst seit 10 Jahren in einer wunderbaren Beziehung und ich sehe hier draußen, da ist niemand auf der Straße. Ich gucke nach draußen und da ist keiner, weil es ist Corona. Und da müssen wir nochmal eine andere Sache drüber, eine andere Zeit drüber sprechen. Das ist wirklich eine Traurigkeit. Deswegen würde ich auch sagen, dass Tinder auf jeden Fall eine von den großen Errungenschaften ist, die wir im Moment dafür benutzen können, dass wir Menschen kennenlernen. Und da, ich würde nochmal ganz gerne einen Tipp geben, um ein bisschen tiefer reinzugehen in die Profilbeschreibung. Denn eine Sache ist mir ganz, ganz doll aufgefallen, was mich ankotzt bei Profilbeschreibungen. Und ich sehe es bei jeder zweiten. Es ist, wenn da einfach nur steht,
Ich suche jemanden, mit dem ich die Langeweile teilen kann. Mm. Wir wissen alle, dass wir gerade in einer Pandemiesituation sind. Und wir wissen alle, dass wir uns scheiße langweilen zu Hause. Aber wenn du sonst nichts zu verkaufen hast als deine Langeweile, dann bist du ein langweiliger Mensch. Und dann möchte ich mich nicht mit dir treffen. Eiskalt. So. Mhm. Oh, das ist wirklich gut, ja. Aber mir fällt noch ein, das hat ein Kumpel mal gesagt, dass er es zum Beispiel schlimm findet, wenn Frauen immer reinschreiben, ich suche jemanden mit Humor. Und da ist natürlich auch die Frage, was für ein Humor, wie gestaltet der sich? Würde da wirklich jemand reinschreiben, er hat keinen? Dann würde ich vielleicht noch sagen, das sollte man vielleicht auch nicht reinschreiben. Ich bin wirklich nicht lustig. Ja. Klingt auf jeden Fall spannender. Ja, da ist es ja auch immer so lustig, weil die Leute suchen ja nicht wirklich nach jemandem, mit dem man seinen Humor austauschen kann. Und wenn jemand schreibt, ich bin humorvoll, dann heißt das ja eigentlich eher so, ich lache ganz gerne über lustige Sachen. Aber wirklich Humor habe ich eigentlich nicht. Ja, wer hat heute schon wirklich Humor, vor allem in Deutschland? Richtig humorloses Land einfach. Leute, wir müssen wieder Urlaub machen, wir müssen hier raus. Ja. Ja, dann haben wir jetzt folgende Tipps. Je mehr Bilder, desto besser. Ja, und zweitens, nicht die Größe reinschreiben oder ja, mal probieren vielleicht nicht unbedingt die Größe reinschreiben. Aber bitte ehrlich darauf antworten, wenn man gefragt wird. Ja. Oh Gott, wir hatten so viele Tipps. Wir hatten eine Exit-Strategie, die man auf jeden Fall braucht, falls es total scheiße ist. Wir hatten gesagt, dass man auf gar keinen Fall irgendwelche Spiegel-Selfies von sich machen sollte. Im Fitnessstudio vor allem nicht. Und bitte nicht im Fitnessstudio. Und dass man sich mal ein bisschen Gedanken machen sollte über das, was man da reinschreibt, was man in seinen Profiltext schreibt. Habt ihr noch was zu ergänzen? Und wenn keine Times of Corona sind, auch mal außerhalb gucken. Ja, und man sollte da auch nicht so desillusioniert rangehen und glauben, dass Tinder jetzt das komplette Leben besser macht. Wenn Leben allgemein scheiße ist, dann ist Tinder vielleicht nicht der beste Anlaufort, wo man zuerst hinrennen sollte, sondern dann sollte man vielleicht erstmal gucken, wo es halt wirklich hakt. Ja. Ja. Bisschen Lebenshilfe an der Stelle noch. Ja. Ja, liebe Leute, vielen, vielen Dank für eure Tipps. Ich habe mir einiges mitnehmen können. Und jetzt ist unsere Folge auch schon wieder vorbei. Das heißt aber nicht, dass die Leute, die uns zuhören, uns nicht auf Spotify, Deezer, Apple Podcasts und allen anderen Podcaststellen, wo man Podcasts hören kann, folgen sollten. Und ich würde euch auch wirklich darum bitten, es wäre richtig, richtig cool, wenn ihr eine kleine Bewertung da lassen würdet auf Apple Podcasts, bei iTunes und uns sagen würdet, wie ihr uns findet. Ihr könnt uns auch gerne eine kleine E-Mail schreiben an wmn@funkedigital.de und uns vielleicht sogar eure Tinder-Tipps noch zuschicken. Kann ja auch sein, dass wir welche vergessen haben, wer weiß das schon. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Richtig dolle. Und ich hoffe, dass wir alle dann in dem perfekten Sound, den ich hier gerade vor mir habe, uns begegnen werden. Liebe Leute, ich hab euch ganz doll lieb. Bis bald. Es war uns wieder mal eine Freude. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.